Ja, wir sind wieder hier bei Let's Play OMSI. Zwei. Folge ist ja egal. Folge Es sind zu viele, das ist 30 mir schon. klar. Weiter geht es hier bei OMSI. Eieieiei. Wir sind übrigens immer noch auf der Linie 253 GE-Bürgerstraße zur Deschenstraße. Ich muss ja sagen, ich habe... Bohrerstraße, Entschuldige, Bohrerstraße, nicht Bürgerstraße. Ich habe mir das... Ich habe mir die Linie ausgesucht, weil ich wollte, dass wir die langen Linien möglichst schnell abgehakt haben, weil wenn es dann so zum Ende die ganzen kommen, dann ist das echt lästig. Hättest du mir lieber die lange Linie geben Aber sollen, ne? ja. Nun, aber das ist auch für mich so eine kleine Herausforderung, so eine große Linie. Wie man als Busfahrer eine Stunde spielen kann. Ja. Ich würde dieses Spiel nie im Leben eine Stunde am Stück spielen, aber Hast du aber schon. ja. Ihr könnt... Oh, hier ist was Neues. Das hat lange Guck mal, schon das ist die Baustelle, gespürt. das ist Ja. neu. Ui, das ist neu. In Version... Übrigens immer noch in Version Gladbeck 5.0.0, also 5. Ja. Zum Glück ist es hier nicht so wie in Spandau. Hier fahren die Autos nämlich ein bisschen langsamer und so kannst du das, kann man das gut abschätzen, wenn die aus Nebenstraßen oder so kommen, ob da jetzt was kommt oder nicht. Ah, der wird ja übel, aber oh, halt doch deine Fresse jetzt. Junge, ich komm gleich. Kann man hier? Ich sehe den nicht. Schade. F2. Ja, ich dachte. Wo bist du? Da steht da, der Glatzkopf. Da steht er doch. Da, neben der Frau. Ja, ich... Naja. Wie immer nur der Günther meckert. Und vor allem der meckert immer 3 Stunden lang, ne? Danach... Nicht mal, oh, wie fahren Sie denn? Sondern der macht gleich einen ganzen Roman draus. Der könnte ein Buch mit 200 Seiten darüber schreiben. Weil er so So, lange meckert. Übrigens könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben, was wir auch als nächste Map denn spielen sollen. Denn es gibt ja noch weit mehr als... Mehr. Hunderte Karten. Ach, 100 weiß ich nicht, aber ich denke locker, wie sagt man, Hunderte, Tausende? Wie sagt man das bei 10? 10 oder... 10. Na ja, man sagt Hunderte, Tausende, wie sagt man bei 10? Das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man sowas in so einem Zusammenhang benutzt. Warum? Bei Hunderte oder Tausende benutzt man ja, wenn man nicht weiß, um wie viel es sich handelt, aber weiß, es sind ziemlich viele. Ja, aber bei 10? Wenn man jetzt sagt, wie viele Bananen da liegen, was war euch wie viel? Aber das kann man besser abschätzen als Hunderte oder Tausende. Das kann man auch zählen. Er muss ein Wort geben. Muss ich noch ein das Wort dafür müsste. geben. Es gibt für jedes Ding gibt es ein Wort. Nun ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf alle anderen Karten wie Sau. Ich denke, es gibt locker 50 Karten. Aber ich denke, 20, 30 erstmal für OMSI 2, locker noch Hunderte für OMSI 1. Leider nicht alle fertige, aber trotzdem, oh, tut mir leid, es lenkt abenteuerlich. Vielleicht kommst du mit der Fahrerbewertung noch ein Stück hoch, wer weiß. OMSI lässt mir gerade keine Wahl, weil es so stockt. Lass dich immer aufs Gas gehen, wieder runter. Machst du die ganze Zeit schon. Das nützt dir nichts. Ja, weil es immer stockt, da weiß ich ja nicht, wie OMSI da reagiert. So. Da natürlich. Oh, City Center, das Gebäude ist aber auch neu. Ich muss mir jetzt angewöhnen, bei OMSI will ich immer in den Kreisel einblinken. Ich darf sie aber nicht. Und bei ETS schon? Guck mal, der lässt sich vor. Jetzt darf ich. Ich wechsle nur ein bisschen die Ansichten, damit es nicht zu sehr leckt. Ah, hier ist wieder dieser blöde, wie heißt er denn? Goetheplatz, genau. Da muss wieder halten. Ja, da muss man immer halten. Das ist der Zentralpunkt hier. Der Zentralafter. Übrigens unser Kennzeichen GGLPA3, da war eigentlich vorher dieses Herzsymbol, also kleiner 3. Geht leider nicht. Keine Ahnung warum. Ach, sag bloß, die wollen alle einsteigen. Ich weiß nicht. Ach, zum Glück. Oh, doch. Hallo. Hallo. Nein. Lass mich in Ruhe. Nein. Günther.
Alle rein, raus, rein, raus, steckt Winter raus. Raus, raus, hallo. Raus, oh, Zwillinge, raus. Hallo. Hallo. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie ganz schön spät hallo dran sind? Nein. Es sind nur 6 Minuten, hallo. Alter. Einmal normal, bitte. Einmal normal. Ist ja viel zu spät. Nein. Es ist kalt draußen. Ja. Freu dich, dass du überhaupt zur Arbeit kommst, du Schwanz. Es ist kalt draußen. Ja, ja, es ist sehr kalt draußen. Es ist Sommer. Danke schön. Bitte. Er sagt wenigstens. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Ah ja. Für eine Kurzstrecke, bitte. Das ist hier aber keine Kurzstrecke, bitte einmal normal, danke. So. Vor allem, warum kaufen Sie Kurzstrecke, wenn das hier keine Kurzstrecke ist? Dann fahren Sie eigentlich schwarz. Aber nur eigentlich. Und eigentlich nicht. Ach, noch ein Kreisel. Freue ich mich ja. Aber zum Glück darf ich gleich wieder raus aus dem Kreisel. Oh, ich dachte schon, die Frau läuft über, einfach über die Straße. Aber nein, sie wollte nur kurz wenden. Dafür braucht sie einen ganzen Bürgersteig. Weil sie so schlau ist. Das kann man immer sagen. Die Leute sind alle schlau. Vor allem in Gladbeck. Ja, 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 ja. Vor allem bei Omsi. Ich stimme dir da zu allem zu, was du sagst. Man muss ja aufpassen, was man über die Karte Gladbeck sagt, beziehungsweise wenn Leute da rennen. Zwar ist das, sind die Leute nur von einem Spiel, aber es gibt ja echt in echt auch Gladbeck. Und ich will ja niemanden beleidigen. So. Apropos, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die Debatte. Debatte? Wir hatten in der ersten Folge hier in dieser Linie ein Schild. Ach nee, wieder dieser Bereich hier. Wenn da gleich wieder ein Bus kommt, ich ramm den, Alter. Wir hatten ja den Bereich. Sie kommen ja viel zu spät. Nein! 6 Minuten, Alter! Guck mal, ist das eine Hitze hier. Ah, ja, dem einen war es zu kalt, dem einen ist es zu warm, unglaublich. In der ersten in der ersten Folge hatten wir ja. Da war so ein Schild auf der rechten Straßenseite, wo stand mit freundlicher Unterstützung von TomTats 1. Ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, aber. Das Schild ist nicht mehr aktuell, denn, gut, wir haben, glaube ich, den Patch noch nicht drin. Ich schau mal ganz kurz, denn es gab, glaube ich, einen Patch, den wir leider nicht drin haben. Wenn, dann tut es uns leid. Ich glaube aber, ich schaue gerade mal auf der Seite. Guten Tag. Guten Tag. Oh. Ich will wissen, wer der Synchronsprecher von einem kleinen Typ ist. Der ist ja voll crazy, Alter. Die scheiß Ampel da. Verstehe, dass wer will, von links nach rechts dürfen sie gerade fahren, aber die Fußgängerampel von links nach rechts ist auf rot. Schlau. Die geht bestimmt auf grün, wenn ich fahren darf, oder? Sie war rot, weil du jetzt grün hattest. Denk mal drüber nach. Nee, das war eben, bei mir war rot und die Fußgängerampel war auch rot. Ja, weil die andere Ampel umgeschaltet ist auf rot. Und dazwischen ist eine Pause, damit die Leute, die über rot gefahren sind, wenn es welche gibt, noch schnell rüberfahren können, damit es keinen Unfall gibt. Oh, da habe ich sogar mal nicht gerannt. Das ist ja auch neu. Ist denn jetzt diese Version 5.1? Gibt es überhaupt? Auch 5.2 gibt es schon, Oberleitungsupdate. Oh! 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 Was jetzt? Oh! Was war das jetzt? Keine Ahnung, was passiert ist. Okay, will eh keiner, der will eh nicht einsteigen, so wie was da eben passiert. Was war denn das jetzt? Naja. Sau brutal. Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Übrigens, muss ich mal so anmerken. Hallo. Was machst du? Ja, es leckt gerade. Ich weiß, ich glaube, ich bin falsch. Warum? Ah, nee, ich habe 263 gelesen. Die gibt's nicht. Kann ich ja nicht wissen. So. Richtung Autobahn, das gefällt mir. Da kann ich endlich mal schnell fahren. Yay! Bei Omsi ist da, glaube ich, das, was du am meisten willst, ist einfach schnell. Wo ist denn jetzt Update 5.1? Was soll das? Wo ist das? Okay, anscheinend gibt es nur noch Update 5.2. Und ich glaube, in Update 5.1 wurden diese Schilder mit TomTats 1 behoben,
denn zwischen den beiden herrscht ein Riesenstreit. Da der eine mit 300 Euro Geld ist zu warm. Gedroht hat, irgendwas zu machen, und die Gladbeck-Karten, beziehungsweise MAK oder Max-Software, sollte diesen Typen 300 Euro zahlen, also eine Drohung. Mehr konnte ich leider nicht lesen, da die Beiträge danach gelöscht wurden, also war auf jeden Fall ziemlich hitzig, diese Diskussion. Und ja, das, ja, ja, da will ja irgendjemand, der halt geltlich nicht so schön, nicht so gut drauf ist, wieder irgendwie mit Geld abzwacken. Das ist ja eigentlich schon normal in unserer heutigen Gesellschaft. Hast du mir nicht zugehört? Doch. Weiß nicht, ob du es weißt oder nicht, aber diese beiden, die ich eben genannt habe, die haben bisher immer zusammengearbeitet für diese Karte, und dann hat der aus irgendeinem Grund es halt damit gedroht, den Server zu löschen, beziehungsweise auf dem Server von diesem TomTats konnte man die Karte runterladen, und er würde, das fand ich auch lustig, zum Entwickler der Straßenbahn gehen und sagen, bitte löscht die Genehmigung für diese Gladbeck-Karte. So habe ich zumindest das verstanden, das ist sehr lustig. Ich gehe einfach mal dahin. Ja. Könnt ihr bitte machen, dass Gladbeck diese Karte nicht, die Straßenbahn nicht bekommt? Ah, danke. Also ich befasse mich nicht so damit, weil auf solche Kinderspielchen, das braucht man nicht. Also, Entschuldigung, kann sein, dass das für die eine ernste Sache ist, aber ein bisschen Kinderkram ist schon, also. Da weiß ich nicht, ob es... Ach. Da weiß ich jetzt nicht, ob es die 5.01 gibt, aber auf jeden Fall gibt es die 5.02, die haben wir noch nicht installiert. Da wurde wahrscheinlich in 5.01 das mit diesen Tafeln geändert, aber egal. Ja, wahrscheinlich wird's dann, hat man den Link und so weiter wieder gelöscht, nachdem es dann veröffentlicht wurde, weil, keine Ahnung, weil dann ging's wieder andersrum, das Spielchen. Hallo. Ach, halt's Maul, mit dir reden wir gar nicht. Zu spät sind sie mal Hallo. Wieder, das kann nicht wahr sein. Schon wieder, ich fahre hier das erste Mal, Entschuldigung, die Linie. Was heißt schon wieder? Schon wieder, das heißt, dass die hier immer zu spät kommen. Also warum meckern sie dann? Hier, wir fahren jetzt Richtung Musikschule. Jetzt lernt ihr alle erstmal gescheiten Instrument spielen. Nächste Haltestelle. Ah, ja. Helder-Lien-Straße. Nächste Haltestelle. Talstraße. Wir hören den Typen einfach mal ein bisschen zu. Nächste Haltestelle. Nordpark. Nächste Haltestelle. Gladbeck. West. Genau, jetzt über richtig. Nächste Haltestelle. Musikschule. Hä? Da muss ich doch abbiegen, oder? Ja. Ah, das war jetzt die Musikschule. Achso. Also muss ich geradeaus. Ja, wenn da kein Schild ist. Schau mal nach rechts. Das sieht nicht aus, ob da was ist. Ja, das sieht nicht aus, ob da weitergeht, also. Okay, geht nicht. Nächste Haltestelle. Hegestraße. Ja, natürlich habe ich ein paar Minuten der Verspätung selbst zu dingsen, aber die roten Ampeln, da kriege ich auch immer eine Minute Verspätung. Eigentlich ist ja auch blöd, weil in Wirklichkeit gibt es ja so einen Plan, wann man an welcher Haltestelle sein muss, und danach richtet sich die Verspätung. Den Plan nennt man Fahrplan. Ja, aber hier ist es irgendwie anders. Echt? Ja, ich weiß. Ich sag dir einfach mal, wo du lang musst, damit du nicht wieder verfährst. Dann bin ich hier auf der Spur. Ui. Okay, ich darf nicht so viel mit der Ansicht machen. Was ist das denn hier? Halt uns mal an, lass mich nicht raus. Das ist aber gar nicht. Der Bus braucht 10 Stunden zum Lenken, es tut mir leid. Guck jetzt, das kannst du in der Realität aber nicht sagen. Ab. Ja, da kann ich also das noch mehr beeinflussen, wie schnell das Lenkrad. Einfach bremsen. Aber ich bitte dich, ein bisschen schneller zu fahren, denn wir haben auch schon wieder fast 15 Minuten voll. Das schaffe ich. Aber von mir aus kannst du auch 4 Folgen machen. Ja, da habe ich super Bock drauf. Hallo! Dann müsstest du aber in der dritten Folge jetzt ein bisschen langsamer Wenn machen. Sie bitte die Fenster aufmachen, wir sind hier nicht in der Sauna. Nein! Ja, dann machen wir das halt. Haben die hier jetzt alle extra Wurstwünsche oder was? Sauna! Ist doch geil! Ich bitte euch! Da hinten sitzen bestimmt geile Mädels drin und die verursachen die Sauna, ist doch ganz cool. Achso. Naja. Jeder dem seinen. Jetzt haben sie halt frische Luft. Eigentlich
nur weil der Marcel so großzügig ist, ist es jetzt passiert, weil ich hätte den ganzen bestimmt keine Luft gegeben. Ach. Weil die sollen sie doch sterben. Mir doch scheißegal. Nee, ernsthaft jetzt, ist mir sowas von egal. Oh, es gibt übrigens live von der Gamescom neue Infos zu Landwirtschaftssimulator 15. Ja, die Gamescom, wenn ihr das Video seht, die Gamescom schon wieder längst vorbei, aber ja, jetzt, wo wir aufnehmen. Wisst ihr wahrscheinlich schon. Aber was ich auch ziemlich cool finde hier. Aber was ich nicht war. Ich finde das hier nicht so cool. Fahrzeuge und Maschinen laufen langsam an. Das kennen wir ja schon vom LS13. Man gibt Vollgas, aber die gehen erst nach 15 Sekunden, sind sie erst dann erst im richtigen Lauf. Er redet übrigens vom LS15, das sei vielleicht... Aber ich eben schon gesagt. Funktionierende Außenspiegel, komplett neues Menüdesign, neue HUDs, Reifenstaub. Das klingt vielversprechend. Funktionierende Außenspiegel, das Revolution im LS. Ach, halt's Maul. Und wenn dieses Spiel dann auch noch mit 60 FPS flüssig läuft, dann scheiße ich die Wand an. Das Spiel läuft jetzt seit Jahren schon mit 60 FPS, aber mit ultra beschissener Grafik und mit jetzt Spiegel funktionieren, wenn es immer noch so flüssig läuft, dann hier mein Applaus, dann Respekt, Game of the Year. Der Marcel ist wie immer da sehr, bei den Futures, wenn er die liest, sehr zuversichtlich. Ich muss sagen, das jetzt kommt Tobias wieder mit seinem Gefahr. Ja, da steht funktionierende Außenspiegel, aber sie haben nicht gesagt, wie gut sie aussehen. Wahrscheinlich dann sie verpixelt. Nee, das wird sowas wird dann schon geben, aber. Wahrscheinlich dann sowas hier, so, wo man dann sowas sehen kann. Vor allem auch, so denkt Tobias wahrscheinlich. Bei der Gamescom und Hallo. Das, was die Entwickler meistens als Futures ja, nehmen, wir wissen. Ist meistens so, also ich glaube nicht, dass es im Endeffekt so wird. Wie du dir das gerade vorstellst. Hallo! Sie sagen, dass da funktionierende Spiegel sind, also sind da auch funktionierende Spiegel. Ja, ich rede nicht von den Spiegel, ich rede vom Allgemeinen. Damit sind nicht nur die Spiegel gemeint. Wenn das das einzige Future wäre, dann würde ich irgendwen umbringen. Ich habe gerade nur drei Futures vorgelesen, die extra bekannt sind. Es gibt auch hier ganz viele andere. Außerdem von der Gamescom, von den Spielen, die man da anzockt, darf man sowieso nicht viel halten, weil im Endeffekt auch grafisch ist meist für die Gamescom, weil auch an LS13 wird ja nach wie vor auch nach der Gamescom noch ein bisschen dran gearbeitet. Meistens werden... LS15. Ja, mein ich. Mal, der Fahrmann ist auch nicht. Ach, halt jetzt Maul, ich will reden. Bei der Gamescom werden auch oft dann grafisch hochpolierte Versionen genutzt, also Testversionen, die mit grafisch mit dem mit der Originalspiel am Ende nicht viel zu tun haben. Du gehst alles immer so negativ an, freudig? Nee, das wird dann immer so hochgepusht. Ich sehe es nicht negativ, ich sage das, was mir bisher so passiert ist, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Du warst schon mal auf der Gamescom. Ich war schon mal auf der Gamescom. Natürlich. Wann? Vor 2 Jahren war ich das letzte Mal. Vor 2 Jahren? Ja. Lustig. Natürlich. Und vor 3 Jahren auch. Das vor 4 Jahren, ja, glaube ich, war mein erstes Mal. Natürlich. Letztes Jahr konnte ich nicht, weil es natürlich genau auf meinem Geburtstag war. Geht ja auch. Genau, deswegen könnte man doch. Weil es am Geburtstag war. Bist du mit der Familie hin? Nimm doch! Ach so, das Wenn stimmt. Es ist ein Kind, genau, ja, du bist ein Kind, ich hab's vergessen. Oh. Und ja, das mit dem grafisch hochpolierte Version bei der Gamescom, das ist nicht, was man negativ sehen kann, es ist einfach so. Das macht fast jeder und da kann ich mich gut erinnern an, ich glaube, es war eine Version von The Last of Us. Bei der Gamescom haben alle gedacht, oh, was für eine Grafik, oh, und am Ende, die Grafik war zwar das Geilste, was es bisher gab, aber dann haben alle rumgemeckert, ja, auf der Gamescom war die Grafik viel besser und so, und das, das sind dann halt wieder die kleinen Kiddies, die meinen, das wäre alles so ernst und alles so richtig, wie es da auf der Gamescom ist, ist leider nicht immer so. Und das Spiel hast du natürlich auch selbst gespielt und hast Last du vorher was, natürlich nur die Screenshots angeschaut. The Last of Us an sich, das Originalspiel, habe ich nicht gespielt. Ich
ich habe mal kurz gezockt, aber ich habe mir selbst nicht gekauft. Du hast dir wieder Screenshots angeschaut und hast gesehen, dass die Grafik wieder kacke ist. Nee, bei The Last of Us war die Grafik gut, sehr gut. Ja. Auch wenn alle rumgemeckert haben, aber das habe ich nicht verstanden. Also die Grafik war extrem geil. Auch wenn sie für die Verhältnisse von damals eigentlich normal waren. Normal sein sollten. So muss ich das. So muss ich das sagen. Aber nun ja, wie gesagt, die Gamescom. Die Spiele, die da ausgestellt sind, werden vor allem ausgestellt, um so ein bisschen die Inhalte vom Spiel zu zeigen, nicht wirklich die Features. Paul Lübe-Straße. Da sind wir nicht mehr. Nächste Haltestelle, Infield-Straße. Nächste Haltestelle, Theodor Heut. Nächste Haltestelle, Gustav-Stresemann-Straße. Wo sind wir denn? Nächste Haltestelle, am Park. Genau, hier sind wir. Richten Sie sich eigentlich auch nach einer Kurzstrecke, bitte. Ah, ja. Richten Sie sich eigentlich auch nach einer Kurzstrecke, bitte. Nächste Haltestelle, August-Schmidt-Straße. Dankeschön. Danach, oh, Tobias muss sich langsam anhalten, denn es kommen noch 5 Haltestellen. Ui, ja komm, die nehmen wir doch rein. Also, die Spiele bei der Gamescom sind vor allem da, um die Story und Inhalte vom Spiel zu zeigen. Da wird halt manchmal viel bisschen dran gemacht und die Inhalte, die am Ende auch meistens wirklich so sind, das muss man sagen. Aber alles drumherum, Grafik und sonst so, ist nicht wirklich echt. Sollte man nicht ernst nehmen. Das ist halt so, aber das ist nicht nur bei der Gaming-Branche so, das ist auch nicht nur bei der Gamescom so, das ist bei allen so. Nehmen wir mal eine Messe, wo ich mich auch, wo ich schon öfters war, die IAA in Frankfurt, Automesse, muss man auch sagen, die Inhalte, die da zeigen, sind... Eine Haltestelle. Ja, es wollte keine einsteigen. Verstand die Straße. Der ist aber weitergelaufen. Ja. Und das heißt dann, die Inhalte vom Auto sind schon in Wirklichkeit so, aber das, was dann rauskommt letztendlich, ist anders. Nächste Haltestelle, Busmannstraße. Aber jetzt hält sich aber Tobias ran hier. Ja, du hast ja gesagt, ich soll mich ranhalten, dann mach schon mal. Ja, du willst keine vierte Folge. Ach so, ich habe seit ein paar Haltestellen hier einen Haltewunsch. Ach egal, der muss am Ende durchfahren. Das ist natürlich erhöht das Risiko jetzt nochmal, aber über 10% denke ich, schaffe ich sowieso nicht mehr. Also ist mir letztendlich auch egal. Wenn du langsam, wenn du einfach 5 Minuten jetzt hier rumstehst, kriegst du Prozente. Ja, das man macht. Ich komme morgen wieder und dann schauen wir, wie viel Prozent ich habe. Ich glaube, du musst dabei fahren auf jeden Fall. Fahr ein bisschen hin und her. Du musst rollen. Also, um nicht damit es jetzt irgendwie einen falschen Hals kommt, ich freue mich natürlich sehr auf... Warte mal. Okay. Ich freue mich natürlich sehr auf Dings, auf LS15, mehr als auch auf LS13, weil es einfach einen riesen Fortschritt gemacht hat. Zumindest von dem, was man schon so gesehen hat. Grafisch weiß man das ja nie. Welche Fortschritte ist jetzt möglich? Können Sie nicht mal anschließend was? Fahren? Ich glaub, ach so, ja, da war was. Das ist ja das Körperverletzung, ich weiß. Nun ja. Die letzte Haltestelle ist Hermannstraße. Ja. Oder nein, das ist, du hast den Zettel. Ich schaue hier gerade auf eine andere Linie. Mach mal an. Nächste Haltestelle. Hagelkreuzstraße. Jetzt kommt Maschinenhalle, Zwecke. Maschinenhaus, Zwecke. Maschinenhalle. Wechselstraße. So, das ist die letzte Haltestelle tatsächlich. Dann haben wir es für heute geschafft. Och, zum Glück. Schauen wir doch schnell auf die Fahrerakte und dann ganz schnell weg hier. So Leute, alle Mann
die schwupps nochmal hart bremsen, meckert aber keiner. Ja. So. Oh. Ja, los. Ja, bisschen zu spät manchmal. Es ging aber eigentlich. Ihr seht das jetzt nicht, aber... Ja, doch, ich mach mal ein paar Fotos, dann kann ich das einblenden. Okay. So, sind alle ausgestiegen. Du bist übrigens jetzt 19 Minuten zu früh, aber egal. Ich mach hier mal den Fahrplan aus. Mach das hier alles weg. Komm, weg. Bus aus. Das aus. So, und jetzt schauen wir auf die Fahrerakte und verabschieden uns damit dann auch. Ja, ich mache hier erstmal alles. Ihr habt ja oben gesehen, weil wir aufgekommen haben. Am 13.8., also einen Tag vor der Gamescom. Oder heute ist ja schon Gamescom, aber... Ja, ja, schon. Ja, ja, aber für Presseleute. Okay, dann schauen wir hier mal auf die Fahrerakte. Ja, 3,8 immerhin. Es ist besser als Marcel letztes Mal, oder? Weiß ich nicht. Es waren 2,7 oder 2,6. Und Fahrscheinverkauf 88,5%, bitte. Fahrgastkomfort auch 40%, knapp, immerhin. Und ansonsten Unfälle nur 2. Geburtsdatum stimmt übrigens nicht. Ich habe einfach irgendwas angestellt. Ja, Bewertung fast die 3,8. Lebensgefährlich, aber ich denke, wenn man den Anfang abgezogen hätte, wäre es vielleicht ein bisschen besser. Ja. Aber immerhin 27 Euro knapp eingenommen. Geil. Und ja, damit kaufen wir uns das Ticket. Bringt uns viel. Ticket nach Hause. Und sagen damit leider bis zum nächsten Mal. Eure Jungs von... Ich spiele dann wieder, damit es wieder besser. Ja, Sito LP, bis dann. Ciao. Ciao.